Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Der Kern des Bösen, was ist es? Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Diese Urbegierde nach Selbstverwirklichung hat die Eva in die verkehrte Richtung gelenkt und den Adam, dass er eingestimmt hat, um gleichfalls dort hineinzubeißen. Was wäre denn die Lösung gewesen? Da ist nun der Reiz, der Anreiz ist da. Die Schlange kommt, die Frucht schimmert in irgendwelchen tollen Farben. Das muss ja zu lecker sein. Und das Verlangen, so zu sein wie Gott, wäre doch eigentlich ein gutes Verlangen. Warum mit diesem Reiz, mit diesem anfänglich spürbaren Verlockung, warum damit nicht zum Vater gehen? Warum da nicht den Vater, der ja allabendlich mit ihnen in Kontakt war? Warum haben sie nicht so lange zumindest gewartet, um zu sagen, naja gut, es berührt mich, aber halte mal, vielleicht gibt es da irgendwas zu besprechen, mit dem Vater darüber zu reden. Also ich sage, hier ist meine Augenlust, hier ist meine Reize, aber Vater, du hast doch gesagt, ich soll das nicht essen. Ja, jetzt kannst du mir da irgendwie helfen, dass ich muss ja nicht gleich dazu packen und gleich zubeißen. Und genau da ist wieder dieses Wesen von dem menschlichen, natürlichen Überherrschung von seiner Natur, von seinem Naturell. Ja, meine Ding, brauche ich doch gar nicht abchecken mit Gott, kann ich doch mal machen, ich bin doch schon selbst groß. Und mein Leben dirigiere ich ja mal selber. Und da muss ich mir ja nicht immer das Gängelband von irgendwem zumuten, ja. Ich liebe das doch nicht. Ich liebe doch mich so sehr. Ich liebe doch meine Lüste so sehr. Und schon schnappt diese Mausefalle zu, die eigentlich hätten sie zeigen können, ich liebe meinen Gott so sehr, dass ich es mir also Schlange, du kannst mir erzählen, was du willst, aber jetzt ist es mir ein Ding der Unmöglichkeit. Weil dann habe ich doch irgendwie meinem Vater was getan, wo er nicht will. Und ich will doch so gerne, was er will. Und der Konflikt, sowas zu mir zu nehmen, ist mir viel zu arg, viel zu übel. Mich jetzt auszurichten nach meinen Wertmaßstäben. Nein, ich habe doch ganz andere Wertmaßstäbe von ihm. Er hat gesagt, ihr könnt alles essen, das ist doch voll ausreichend. Ich habe doch die Fülle eines Paradieses vor mir. Ja, was muss ich jetzt da unbedingt rumfummeln an etwas, was doch mein Vater irgendwie mir, aus welchem Grund auch immer, nicht genehmigt hat. Kann man sich da reindenken. Und das ist eigentlich faktisch das, was mich hier und heute auch betrifft. Weil es ist immer das gleiche Spektrum. Es geht immer darum, bin ich liebesfähig und bleibe ich liebesfähig für die geistlichen Anforderungen in meinem Leben. Oder denke ich, ich muss meinen fleischlichen, natürlichen, seelischen Dinge kultivieren. Oh, da muss ich die Welteinflüsse, oh, den muss ich zu Diensten sein, mit Zeit, mit Geld, mit Energie, mit allem meinem Leben. Da muss ich mich immer mit beschäftigen, aber mit dem einfachen Gotteswort, mit dem Baum des Lebens, was hier rauskommt, Wahrheit, Kraft, Heilung, Genesung für mein geistliches Dasein. Oh nein, ich habe doch da gar nicht so dieses Interesse. Es belangt mich gar nicht. Nein, ich gehe in die falsche Richtung und ich wende mich ab von der Möglichkeit, die ich habe, mich intensiv mit dem, was mein Gott mir in meine Hände gelegt hat. Wir können alle in unserer eigenen Sprache dieses wunderbare Buch durch und durch wiederkäuen, wieder und wieder uns damit intensiv beschäftigen. Das kann ich. Und das ist ein Teil der Liebesbeziehung zu meinem Vater. Keine Pflicht, aus herzlichem Lustbegehren des Geistes über dem Begehren der Natürlichkeit. Nein, ich würde mich auch lieber von meiner Fleischlichkeit hinlegen und lauter Abenteuerfilme schauen oder irgendwas Belustigendes oder irgendein Quatsch, ja? Naja,
Ich bin auch natürlicher Mensch. Ich kann mich darin auch weiden. Aber ich kann es auch anders. Ich kann das auch so tun, wie es die Glaubenshelden in der Bibel getan haben. Denn nichts von dem, was in der Welt ist, kommt vom Vater. Was soll denn das heißen? Das, was in der Welt ist an Gesinnungen, das ist nicht vom Vater. Und er detailliert das. Die Gier des eigenwilligen Menschen, seine begehrlichen Blicke, sein Prahlen mit Besitz und Macht, das alles gehört zur Welt. Also des Fleisches Lust und der Augenlust und hochmütiges Leben ist nicht vom Vater. Diese Möglichkeit, da ist ein Lustbereich für meine Ego-Lüste von all diesen komischen, eigentlich dummen Dingen, die alle Pseudo-Beglückung, Pseudo-Befriedigung enthalten, wo aber nichts von der Glückseligkeit einer selbstlosen Agape-Liebe in mir erzeugt. Wenn ich der stolzen Lustbegierde des Egos folge, die Möglichkeit, um in mein Leben ein Sündenmonster herrschen zu lassen. Und dieses Sündenmonster will mich gefangen nehmen, damit ich wie ein Galeerensklave angekettet bin an meine eigene Lüsternheit, die wie ein Feuer nicht abnimmt, wenn ich sie befriedige, sondern nur noch zunimmt. Ich muss immer mehr Pornos gucken, ich muss immer mehr noch irgendwelche Dinge tun, die verboten sind. Der Kleptomane, der muss klauen am laufenden Band. Der Lügner, der kommt einfach so weit, dass er sich schließlich selbst belügt und glaubt seiner eigenen Verlogenheit und die ganzen Elemente dieser Welt. Der Teufel lässt dich mit seinen Mitteln unter seine Fuchtel kommen. Und dann gerät der Mensch tatsächlich in den fast undenkbar schlimmen Zustand. Wie unvernünftige Tiere folgen sie ihrem inneren Trieb und laufen so in ihr eigenes Verderben. Aber diese Menschen handeln wie unvernünftige Tiere, die nur geschaffen sind, um gefangen und getötet zu werden. Welch eine Entwürdigung, um von der Bibel, um von Gottes Wahrheit als Tier verglichen zu werden. Ich, stolzer Mensch, wenn ich meiner Triebhaftigkeit, meiner Lüsternheit nachgebe, zügellos dahin lebe und dann wird das alles beschrieben im Detail. Woher kommen Streitigkeit unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begierig und bekommt doch nichts. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und habt nichts, weil ihr nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet und nur eure Gier befriedigen wollt. Diese Menschen haben ständig etwas zu meckern. Sie begehren auf und sind mit ihrem Schicksal unzufrieden. Dabei folgen sie doch nur ihren Begierden. Sie sind großspurige Angeber und schleimige Schmeichler, die nur auf den eigenen Vorteil aus sind. Widerspiegeln solche Sätze etwas, was ich kenne von mir, von meinem Naturell? Oder sind das Marsmenschen? Sind das irgendwelche Typen hässlichster Art, mit denen ich persönlich überhaupt nichts am Hut habe? So bekommen sie den verdienten Lohn für ihre Bosheit. Sie lieben es ja sogar schon am helllichten Tag, üppig Gelage zu veranstalten. Diese Schmutz- und Schandflecken schwelgen in ihren Betrügereien und nästen sich auch noch genüsslich an euren Liebesmalen. Kann man sich das vorstellen? Die sind auch unter den Christen dort vorhanden gewesen, um sich an den
Liebesmahlzeiten, die sie dort hatten, wo sie einander was Gutes da tun wollten, da haben die sich eingeschlichen und haben sich dort gemästet, um nur ihre Betrügereien, ihre Falschheit. Keine leichtsinnige Frau entgeht ihren lüsternen Blicken. Ständig sind sie auf Sünde aus. Es macht ihnen Freude, unsichere Menschen zur Sünde zu verleiten. Habgier ist ihre zweite Natur geworden. Sie sind verloren und verflucht. Ja, muss ich mir das anhören? Ja, muss ich das auf mein Herz wirken lassen? Sollte ich solche Texte nicht lieber streichen aus der Bibel? Sollte ich das nicht lieber entfernen? Ich mag das nicht. Natürlich, das mag kein Ohr juckt nach diesen Texten. Das fleischliche, seelische, naturell will so etwas nicht hören, weil es äußerst abwertend ist, weil es nichts in mir zurücklässt, wo ich irgend noch, Herr, ich habe doch noch Pluspunkte, Herr, ich will sie doch zeigen, mein Plus. Ich habe es nicht in mir selber, um dem auszuweichen, um dem zu entkommen, was ich in der Bibel über mich lese. Und da deckungsgleich muss ich zugeben, wenn ich ehrlich genug bin, es findet sich in mir Neigungen genau der gleichen Art.